Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Hallo. Wer ist denn Hallo? Oh, oh. Inka. Inka, Baby, Inka. Inka Let's Plays. Mal schauen, noch befinden wir uns auf dem Schiff. Aber jetzt sind wir wieder Ethan. Ja. Und wir sollen Evelyn ermorden. Ja. Hallo, wer ermordet? Ja. Wir gucken mal. Wer tötet ein kleines Kind? Da ist doch bestimmt noch irgendwas. Aber ich möchte keine. Also, ja. Naja. Aber Evelyn ist ganz schön böse. Ja. Und du warst eine Raucherin. Müssen wir sie begleiten. Es ist alles deine Schuld. Nein, wie kannst du es sagen? Ja, das ist Evelyn. Ich hab doch nichts gemacht. Eigentlich sollten wir ihr Daddy sein, haben wir ja festgestellt im Spiel, ne? Ja. Ah, wir sind draußen. Sehr gut, sehr gut. Es ist doch einfach geil, oder Leute? Ganz im Ernst, ist das nicht ein geiles Spiel? Weil das muss doch irgendwas Solches drin gewesen sein, dass hier jetzt die ganzen Bäume keine Blätter mehr haben, ne? Tatsächlich. So, und hopp. Oh! Was ist das denn hier? Viele tote Fische oder was? Ist es hier Dead Stranding? Alter, da, auch das Spiel, Alter, Dead Stranding, ja, Norman Reedus. Ja, mit Norman Reedus. Schade, dass hier Dings, hier Silent Hills nicht rausgekommen soll oder rauskommt oder wie auch immer, ne? Ja. Oh, echt ein Jammer, wirklich. Das sind auch schon mal Krillen. Silent Hill ist ja sowieso auch ja. Eine Reihe, die ist super geil gespielt. Silent Hills wäre bestimmt super geil gewesen. Aber ich denke mal hier mit den toten Fischen, da haben die wirklich Death Stranding irgendwie was vorweggenommen jetzt hier, ne? Mit den Fischen. Tatsächlich so überall tote Fische hier den Weg entlang. Das muss ja auch stecken wie Hulle jetzt hier gerade, ne? Oh, geil. Und jetzt hier reintauchen. Eine Nase voll blubberiges Wasser nehmen. Ein Hulu. Schrapp. Da hilft nur Hubschrauber Einsatz. Scheinasylanten. Überall Hubschrauber Einsatz. Entschuldigung, das ging so damals. 80er Jahre. Punk. Okay. Ich glaube, jetzt gerade irgendwie wirklich. Alter. Ink. Ha. Ich. Ja, hallo. Ja, hallo. So, 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot. Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden ist hier inzwischen stabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Monoton vorgelesen, nur wie es so geht. Das ist wichtig. So. Sollten wir vielleicht auch mal einsetzen, irgendwann mal. Die Pharmazeutika, das ist ein Hubschrauber-Einsatz. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Kenn die Stimme. Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Lager südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Ich meine, Zoe hat uns ja schon erklärt, dass wir die Einzigen sind, die so weit gekommen sind, ne? Ja. Meine lieben Leute. Ey. Wer... Ja, warte mal. Wer Resident Evil kennt, hat auch gerade die Stimme erkannt. Ich möchte es nicht wegnehmen. Wir haben vier Menschen schade. Nur vier, ne? Scheißdreck. So, wir nehmen einmal mit in unseren Superhit. Was ist das denn für ein Ding, was du da brauchst? Also, ja, das ist wichtig. Aber kannst du dieses Einzige-Kum da gleich mal benutzen? Ja, mach ich gleich, warte mal. Und wir können mixen.
Ja, wir können später. So. Der letzte Mal, am nächsten Mal gleich ein bisschen was. Wir haben ja, ha, ha. Was lachst du so? Ja, furchtbar lieb, ne? Ja. So, wo ist meine süße. Dann haben wir noch ein Essmittel übrig. Ja, ist doch gut. Ah, da. So, Pistolenmunition, Pistolenmunition und Flintenmunition. Und Pistolenmunition und Pistolenmunition. Nun warte, eine Sekunde, por favor. Maschinengewehrmunition. Und. Mann, ich misch dich auch gleich zusammen, Alter. Misch dich auf hier. Warte mal. Ja, aber hier, ich hab doch nichts zu mischen, Mann. Doch, Kraut. Oh, fick. Und wir haben ganz viele Chemikalien. Das möchte ich auch mal. Ich habe mal das Gefühl, es gibt ja auch irgendwo meine Endgegner hier. Oh, ich habe mich verdrückt. Es gibt ja auch tatsächlich irgendwo mal. Ich habe keine Chemikalien mitgenommen. So. Jux. Oh, ja, es ist auch schon 11:45. Fußball war gut heute. So, das und das, yay, yeah, und das und das und das. So, das will ich auch erstmal weg. Und das wird erstmal ein Tablettending. So, piep, piep. So, speichere ich hinterher. Was war das? Brennstoff, ne? Munition. Ja, das können wir nicht machen. So. So, das Foto haben wir schon gefunden. So, das finden wir hier wahrscheinlich viel auf dieser Seite. Ein Wackelheini. Und Munition für eine Flinte, die wir nicht besitzen. So. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Ja, ja. Uiuiui. Ich glaube, wir haben noch. Wahrscheinlich immer mal zurück, wenn wir so gelagert sind. Ja. Boah, super, wenn ich Traum gerade. Scheiß-Dike. Kopf weg. Möglich. Warte mal, ich muss hier mal ganz kurz in Sicherheit gehen. Hier können die einfach nicht rein. Es geht einfach nicht, dass die hier reinkommen. Und sind auch direkt mal abgehauen. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Wahrscheinlich sind die Fracks auch alle weg. Wow, das sind ganz, ganz weit weggelaufen. Boah, super daneben geschossen. Meine Fresse, Leute. So, ich will mal ganz kurz hier den Gegner abchecken. Ja, und dann kommst du gleich unter den Kamer. Ich kann mich noch was abnehmen. Ist noch einer. Wow. Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Den habe ich gerade aus dem perifiden Blickfeld gesehen. Ja, oh, ich habe mich verworren lassen. Gar nicht so monoton. Genau, das ist ein bisschen. Ja. Ey, was war ich? Ich finde das immer so ätzend. Ja. Ja, die Winkelspinnen. Die Winkelspinnen. Die böse. Ich glaube, ich esse mal vielleicht die Kiste bringen.
Ja, natürlich. Dass du das so durchziehen lässt, ganz klar. Das kannst du erstmal. Ja, mixen. Wir werden wahrscheinlich noch genügend an Kraut und so was alles verlieren hier, um Munition zu verschleudern. Stopp mal. Ich muss mal ganz langsam nach rechts voll los. Da ist doch irgendwas. Was? Wo siehst du eine Bombe? Das da? Hä? Was meinst du denn? Nee, ist schon gut. Das war der Fahrstuhlknopf, Mann. Ich dachte, das wäre so. Oh Mann! Entschuldigung, Schluck auf. Eigentlich können wir hier gar nichts wegpacken, tatsächlich, ne? Warte mal eben. Nee. Wir legen das erstmal weg und legen diese große rote Chemikalie weg. So, und jetzt gehen wir da rein. Mal gucken. Wenn das mal. Ja, zwei Stück. Knallerat. Pupsi. Nun geh doch da. Sag mal. Oh nein. Au. Ich hab doch nachgeladen, Mann. Scheiß drauf. Das gibt's doch gar nicht, ey. So. Mit den kleinen Sachen von. Ja, da habe ich jetzt mal jede Menge Munition verballern. Für ein Kraut. Oh, scheiß Dreck. In dem Moment gesehen, weißt du, wo ich drin stehe. Verdammte Kacke, ey. Schnell die laufen, ne? Alter, zwei Kopftreffer. Oder drei oder wie auch immer. Meine Güte, Leute! Was fressen die alles an Munition weg, ey? Ups. Au, du Wichskind. Was? Och, komm schon. Achso, ich kann noch gar nicht drücken. Oh Mann, der Herr der Ladebildschirm, Leute, hier bei Resident Evil 7 ist echt extrem lang. Ja. Oh, jetzt geht's weiter.
Und nochmal ganz von vorne. Ja, das war. Wenn man das so macht, geht es schneller. Sollte eigentlich down sein, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Bin ja gerade draufgegangen hier. Ja, danke. Du nette, nette Inka. Du wunderschöne Inka. Oh, oh, oh. Ich wünschte, du würdest mich heiraten wollen. Oh, das hab ich schon. Ach so. Lange schon her, ne? Mein Gott, war ich der Junge noch. Und heute musste man sich von so einer Buttermilchkeksen erzählen lassen, wie man das richtig macht hier, wa? So. Und hab. So, was ich jetzt als allererstes machen werde, liebe Leute, die Schrotflinte auspacken. Ja, die haben einen Wumms drauf. Was ist denn das? Hier müsste ich doch was. Liebe Leute, was war das denn? Was? Der lebt noch? Schwören können, habe ich getroffen gerade. Aber auch nur. Ja, aber wir haben nicht sehr viel Schuss auf der Schrotflinte, verdammte Kacke, ey. Wollte ich eigentlich noch mehr gecheckt haben. Yay, was haben wir denn da Feines? Was war das? Und bumm, 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 bumm. Ja, aber die Schrotflinte hatten echt einen guten Rums, ne? Ja. Ist da eine Bombe oder nicht? Wo, oh, das denn? Das waren Stücke vom letzten Revenant hier. Ja, ich sag Revenant. Immer noch Revenant, immer noch. Ich werde auch nie lernen. Das ist genauso wie meine alte Oma noch gesagt hatte zu Schinken. Wenigstens hat sie Schinkenstücke gesagt. Meine gute Omi. Schicken schnacken allein schon, ey. Oma Anne! Anne! Unser Hund freut sich gerade. Warum auch immer. Du müsstest die auch mal sehen. Ehrlich, die ist so. Nein, ich werde keine Fotos von Kindern und Hund posten. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ich will gar nicht wissen, was auf uns wartet. Hoffentlich mal was im Speicher. Hinterm Stein stecken. Und dann für immer da warten. Ja. Und dann den Salzstein lutschen. Ja. Das muss aber jetzt das mega geil sein, dass es weit versteckt ist. Ich soll mal erzählen. Ja, das finde ich schon sehr gut. Das kann man, damit kann man was anfangen. Liebe Leute, damit kann man was anfangen. So. Sieht schon geil aus, ne? Diese Partikel in der Luft. Ja. Also ich finde wirklich, damit haben die. Kommt ja noch vorbei. Lukas unterwegs wahrscheinlich. Ey. Der liebt ja auch nicht. Der treibt sich. Ja. Der hat diese Fallen ja immer gebaut. Ja, das ist seine Passion, Fallen zu bauen. Denkt er an. Oh ne, langsam reicht's echt. Langsam wird langweilig, dass wir zu langweilig waren. Okay, was ist denn das für ein schöner Raum mit Badewanne hier?
Diese Badewanne kennen wir. Beim letzten Mal, wo wir eine Badewanne hier irgendwas rausgeholt hatten, da kam Jack zu uns. Dabei ist Jack jetzt sehr nett zu uns gewesen. So, dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir den Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr ihr einprogrammiert habt, ist ein bisschen krank. Mia, das Mischstück, ist immer noch irgendwo zwischen Ewi, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sich alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihren Freakshow von meiner Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Tag Schweinkram aufräumen muss. Den ganzen Tag Schweinkram? Ah, ja. Wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evi krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Oh, oh, oh. Okay, dann ist ja schon fast klar, wer Evi ist. Ja. So, ich wünsche mir einen Speicherpunkt. Ich wünsche mir einen Speicherpunkt. Die Omi. Die Omi, die Omi, die Omi, Omi, Omi. Ey, wo wir vorhin gesagt haben, es leben nur Lucas und du, nein. Es gibt auch die Omi. Ja, die Omi. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome. Wenn das Inneren der E-Serie gezüchteten Bakterium einen Menschen infiziert, bitte lesen Sie diesen Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wer im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Schimmelpilzmann mit Zahnstein, ja. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf. Ich sag mal, ist es nicht irgendwie so eine Last of Us-Geschichte, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. Im Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaße in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleren Stadium der Infektion, sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen der E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu haben. Bald darauf gerät er vollständig unter der Kontrolle des E-Serienvermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion, nachdem jede Zelle im Körper von Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation entscheidet sich je nach Fall, aber geht stets einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum ist... Entschuldigung, ich habe gerade einen Schimmelpilz im Hals. Ein Individuum in diesen Stadien einzudämmen, ist extrem schwierig. Das war wieder ein zu rettender, versuchender Witz. So. Ja. Oh, 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 oh. Den hatte ich gerade im Hals gehabt. Hast du es gesehen? Mhm. 5 Minuten nach der Dosis erbrechen. E-Nektrotoxin. Hoppa. E-Serie-Dosierungstest. 10 Minuten nach der Dosierung, tot. 12 Minuten nach der Dosierung, was? Kalzinfektion der Zellen. Was es alles gibt. Und jetzt haben wir hier... Ist gut drauf. Ja, ja, wir müssen hier doch... Hier, guck mal, da, wie kommt der auf einmal dahin? Nee, das andere war ja... Der war ja ein bisschen anders aus. Das andere war ja auch ein Embryo. Ja, aber der war ein Embryo. Und nur wie so eine Rich Egg-Figur. So eine Schachfigur eher. Oh. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der Next-Bus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield
Superiority. Ey Leute, mal ehrlich, wenn man sowas lesen muss, ne? So, der fermentiert um, unterstützt durch technische Hilfe des HCF, eine Biowaffe zu entwickeln. Die feindlichen Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Möchtest du weiterlesen? Die Nextpass-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Ja, da die Kosten nicht für Umgang mit Kriegserfahrenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von In gewesen, dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicarians Evolution, Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamyziten bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder Biowaffe sah vor, das Mutamyzid-Genom, einem menschlichen Embryo, vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehaften A- bis D-Serie bis zur Perfektion der E-Serie. Als äußerste Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadtflüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähige Mutamyzid, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamyzid, wenn es einem Wirtorganismus zugefügt worden, Alter, das Hüpfen davon, zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass die Überträger des Autoinduktor-Peromonen enthält, die Bakterien der Art Pseudomonas für Curum Senig benutzt. Entschuldigung. Evelyns Kontrolle manifestiert sich auf eine Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstzerstümmelung und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürliche Barriere des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mutamyzid-Infektion durch die Zelle des Körpers ausbreitet, so dass der Körper Entschuldigung für mein Kacklesen. Lesen. Ey, Lesen ist im Spiel echt gemein. Wenn da auch noch solche Fachwörter stehen. Ja, das können andere Leute natürlich viel besser. Ihr könnt es auch was lesen. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen, Leute. Könnt ihr selber machen. So. Ja, und da wäre ein Speicherpunkt, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Ich lese wahrscheinlich den Text nochmal in der nächsten Folge. Mir ist gerade Lust vergangen, weil ich darüber nachgedacht habe, über die Kommentare, die ich gekriegt habe. Das Lesen. Ja, ja, die haben ja auch recht. Die haben auch recht. So, aber muss man auch halb studiert haben, um echt alles lesen zu können? Muss man wahrscheinlich nicht. So, einmal ganz kurz speichern. Was haben wir denn da? Was nehmen wir denn zum Speichern? Warte mal, Alter, haben wir lange gebraucht, ne? Ja, wir sind voll lange dabei, ey. Wenn man das überlegt, dass wir das letzte Mal irgendwie 6,5 Stunden Mucke schlingen. So, meine liebe Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Ja, ein Bergwerk halt, ne? Und ja, Death Stranding eben. Oh, meine lieben Leute, was wird hier noch passieren? Entschuldigung nochmal, würde ich für schlecht lesen. Die Kritik nehmen wir auch gerne an, aber es ist einfach echt schwer. Also. Lesen. Ich muss, ja, nein,
lesen vor anderen. Und wenn du solche Worte, Wörter da stehen hast,